Servus, die Biergartensaison ist angelaufen, läuft schon eine Zeit lang und viel Bier wird in bayerischen Biergärten in verschiedene Biergläser eingeschenkt. Und da stellen wir uns die Frage, verschiedene Biergläser, warum denn das eigentlich? Genau, und der Inhalt unserer heutigen Sendung ist ein bayerisches Bierglas-Special. Und der Frage, warum diese verschiedenen Biergläser, der wollen wir heute mal ein paar Antworten geben. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um den Geschmack des Bieres, sondern hauptsächlich um die Optik und speziell die Optik eines Bieres im entsprechenden Bierglas. Also Bierglasoptik könnte man sagen, steht im Mittelpunkt. Denn ähnlich wie beim Wein ist es auch beim Bier. Die Form des Glases beeinflusst die Fließgeschwindigkeit, also wann und wie schnell das Bier bei euch an den Rezeptoren ankommt. Und darüber wird wiederum Aroma und Geschmack beeinflusst. Genauso, was wäre ein Bier ohne Schaum oder Krone, wie wir sagen. Ne? Auch die Gläser haben hier einen großen Einfluss darauf und man sollte natürlich auch immer das richtige Glas zum richtigen Bier wählen. Wir haben von der Aktion Weltgenusserbe Bayern Biergläser zur Verfügung gestellt bekommen, im Speziellen bayerische Biergläser. Und wir werden uns Sinn und Zweck jedes einzelnen Glases mal ein bisschen genauer anschauen. Wir beginnen mit der Pilztulpe. Sind meistens recht dünnwandige Gläser, lang, also hoch, sehen meistens recht edel aus. Und Haben den grundsätzlich, Stiel? ja, man hält sie unten am Stiel, weil wenn man sie mit der vollen Hand nehmen würde, würde man mit der Wärme der Hand das Bier erwärmen, was natürlich etwas ungünstig wäre. Weil es so dünnwandig ist, ja. Genau, deswegen trägt man es, also nimmt man es auch unten. Wir haben in dem Fall jetzt hier unten diese Papierdeckelchen mal nicht drauf, haben wir keine gehabt. Sinn und Zweck von den Teilen ist eigentlich nur, damit überlaufender Schaum oder Kondenswasser, was hier runter tropft, nicht auf der Tischoberfläche landet. Ich würde sagen, Prost. Prost. Als zweites haben wir das Weißbierglas, auch genannt Weißbierstutzen. Der Klassiker in Bayern. Der Klassiker in Bayern. Wir haben ein langes Glas, fast 0,5 Liter. Es ist unten schmal und öffnet sich nach oben hin. Das hat auch den besonderen Grund, dass dieses Bier dadurch die Kohlensäure lange nach oben steigen können. Sie können lange aufperlen und halten oben praktisch die Krone. Schön frisch immer. Sieht einfach auch optisch schöner aus, wenn dann da so die Kohlensäure aufperlen. Ne? Schaut man einfach gerne hin. So gegen die Sonne, der Klassiker im Biergarten gegen die Sonne Ja, und gehalten. früher hat man immer noch Reiskörner damit reingeschmissen. Ah ja, stimmt. Stimmt, das gab es tatsächlich früher, damit es immer noch mehr schäumt. Das könnten wir jetzt bei deinem ein bisschen brauchen. Ne? Aber ansonsten aufpassen beim Einschenken eines Weißbiers. Das sollte aber klar sein. Glas immer schön schräg halten, weil das Weißbier einfach mehr CO2 hat und ansonsten produziert man hier eine schöne Schaumorgie. Hey, Anstoßen? anstoßen tut man beim Weißbier von unten. Der Boden ist dafür extra verstärkt, nicht nur einfach, um die Stabilität, den Schwerpunkt nach unten zu verlagern, sondern einfach auch, damit man von unten anstoßen kann. In diesem Sinne, Prost, Prost. Kommen wir jetzt mal zur klassischen Halbe. Die beliebte in Bayern. Ja, trinkt man Helles draus oder Lager? Zur Geschichte muss man sagen, erst in den Nachkriegsjahren ab 54 entstanden, aus Rationalisierungszwängen, es musste schnell, einfach und billig gehen, ist man vom Krug, den man normalerweise verwendet hat, abgekommen und hat den Willi-Becher erfunden. Was? Willi Becher? Ja, Willi Steinmeier hieß er. Von Ruhrglas und der hat diesen Willi. Auch geil, oder? Wenn du ein Glas erfindest und das heißt von da an einfach wie du, Willi Becher. Sowas wie der Ralf Humpen. Geil. Das wäre auch mal geil, oder? Alex Humpen. Ja. Boah. Ja, bei mir klingt es ein wenig blöd, aber. Ja. Also, jedenfalls schmeckt das Bier aus dem Willi Becher auch immer ganz besonders gut. Genau. Eins Dieses. meiner Lieblingsgläser, muss ich ganz ehrlich sagen. Prost! Wir kommen zum Stein, Humpen, Glas, wie auch immer man dazu sagen möchte. Eine meiner liebsten Bierglasformen tatsächlich. Was wird gerne drin serviert? Vor allem dunkle Biere, Kellerbiere, Zwickelbiere, Rauchbiere, das passt da gut rein.
Und es ist eine der ältesten Bierglasformen schlechthin. 16. Jahrhundert aus Deutschland. Wo sonst? Und wenn ihr euch fragt, wieso hat das Ding einen Deckel? Da gibt es mehrere Erklärungen dazu. Und eine dieser Erklärungen ist, dass es Mitte des 16. Jahrhunderts todbringende Moskitoschwärme gab. Und es gab damals angeblich einen Erlass, wodurch alle Lebensmittel und Getränke abgedeckt werden mussten. Was mit so einem Deckel natürlich sehr simpel und gut möglich ist. Meine Erklärung ist viel einfacher, wenn ich in einem Biergarten hocke unter einem schönen Lindenblütenbaum und dann segeln da ganz gerne mal Lindenblüten herab. Oder Bamuggen. Dann mache ich den Deckel zu und dann geht da nichts in mein Bier rein. Aber was ganz interessant ist, dass man früher diese Deckel aus unterschiedlichen Materialien hatte. Holz, Zinn und für die ganz gestopften damals waren diese Bierdeckel aus Silber. Und dadurch konnte man sich natürlich so eine gewisse Unterscheidung, so eine soziale Unterscheidung treffen. Ne? Je wohlhabender du bist, umso besser und verzierter der Bierdeckel. Es war ja auch so, dass in den Wirtshäusern jeder seinen eigenen Krug da stehen hatte. Ne? Mhm. Ich habe übrigens noch den von meinem Urgroßvater. Was? Ja, der Georg. Der Schorsch. Steht innen drinnen, der Schorschi. Ja, also, das ist der Humpen. Und damals wurde auch übrigens parallel dazu das Bierfilz entwickelt. Das hat man gemacht, weil der dickwandige Humpen besonders viel Kondenswasser gebildet hat, wegen der unterschiedlichen Wärmeaustausch. Der Deckel tut sein Übriges dazu. Ne? Weniger Wärmeaustausch an die Luft hält das Bier länger kalt. Damals hat man dann ein Bierfilz verwendet, hat ihn drunter gelegt, damit die Sauerei nicht überall rumspritzt. Und natürlich auch für die, die sich keinen Bierdeckel leisten konnten, hat man den einfach oben drauf gelegt. Sowas. Ich mag ihn sehr gerne, vor allem, weil man den Schlader nicht sieht, wenn er an einem Bier sein sollte. Prost. Kommen wir zum Situla, der Eimer auf Lateinisch. Moment, das ist eine Beleidigung für das schöne Bierglas. Nein, da kommt der Name her, Seidler. Seidler, Situla, Seidler. Trinkt man für gewöhnlich dunkles Zwickel, Kellerbier, alles was man halt so aus Fässern rauszieht. Ne? Ein ganz beliebter Begriff für Seidler ist auch die Einheit eigentlich für einen halben Liter, kann man sagen. Ne? Ja, bei uns schon. Ein Seidler-Bier, weißt du sofort, du kriegst 0,5 Liter. Genau. Ja. Übrigens, in Franken sehen die Seidler eher ein wenig ganz so aus. Ein wenig bauchiger. Ein wenig bauchiger. Das passt jetzt eher zu mir, ne? So, schau her. Also ich bin eher der Bayer und er ist eher Franke. Rein optisch, ja. Was mir auch immer gut gefällt an den Gläsern, ist immer hier. Da kann man... Kannst den Daumen so schön rein. Genau. Schau her, so. Genau, wie ein Abzug. Und damit fällt einem das Ding auch nicht aus der Hand. Genau. Und deswegen stoßen wir jetzt an und trinken. Übrigens, wenn ihr nicht aus Bayern seid und in Bayern seid und ihr sagt, bitte, ich hätte gern ein Seidler-Bier, dann könnt ihr nichts falsch machen, weil dann kommt immer ein gutes Bier in immer der richtigen Menge. Kann man sagen, ne? Ja. Prost. Oh, wir sind beim Maßkrug angelangt. Die Einheit, die allgemeingültige Einheit auf dem Oktoberfest, kann man sagen, oder? Wie schwer? Was, wie schwer? Keine Ahnung, weißt du? 1,7 Kilo 1. Das wissen wir doch vom Kellner. 17 Kilo 10 Maßkrug. Der Mann hat's drauf. Ja, warum? Du hast mit mir gekellnert. Ein Liter Flüssigkeit, ein Liter Bier ist da drin in diesem Maßkrug. Und gab's früher, also man muss sagen, ganz typisch bayerisches Phänomen gibt's nirgendwo anders. Also klar, auf amerikanischen Nachbauten des Volksfestes noch oder des Oktoberfestes. Ansonsten ein ganz bayerisches Phänomen. So viel Bier in einem Glas gibt's nur in Bayern. Also. Früher hatten wir immer noch die tönernen Krüge aus Ton. Gibt's aber jetzt auch noch. Gibt's auch noch, aber ganz selten findet man, vor allem in Franken sind die sehr beliebt. Annafest, ja, Bergkörper, da genau, gibt's die ganzen Bierfeste in Franken, wenn ihr besucht, da gibt's eigentlich nur die, gibt's es fast ausschließlich in tönernen Krügen. Aber am Oktoberfest gab es auch lange noch, aber dann. Ja, aber dann. Aber dann. Dann gingen die Beschwerden los, dass eventuell zu wenig Bier im Krug sein könnte. Und das macht natürlich
viel aus beim Oktoberfest. Wir wollen niemandem etwas unterstellen, aber das war der Grund, warum man gewechselt ist zu den Glaskrügen. Ja, einfach um zu sehen, wie viel Bier ist denn tatsächlich eingeschenkt worden in so einem Krug. Ja. Was wolltest du fragen? Die Teile hier sind... Ich habe mir immer gedacht, die sind zum Festhalten, aber... Nein, sind sie nicht. Was nämlich gerne falsch gemacht wird, und das muss man jetzt mal aufklären, gerade im Oktoberfest, es wird gerne hier reingegangen und hier rumgegangen mit den Fingern, und dann sind diese Augen natürlich eine schöne Möglichkeit, dass das Bier nicht wegflitscht. Was aber passiert, wenn man mit zwei großen, wir haben jetzt leider nur einen da, anstößt, ist, dass man sich durchaus auch mal auf die Finger stößt. Das ist so nicht vorgesehen. Das ist nicht der Plan dieser Augen. Das, die Maßkrug, die hält man so und nicht anders. Diese Augen, die haben unter anderem nicht nur optisch, auch Stabilitätsgründe, aber vor allem wird damit eigentlich gemessen, wie viel Mischungsverhältnis man bei so einer Maß, zum Beispiel auch beim Radler oder so. Also wenn du sagst, der Radler, sagst Radler, zwei Augen Limo, dann kriegst du zwei Augen voll mit Limo und den Rest vollgefüllt mit Bier. Also es ist eher ein Maß, eine Maßeinheit, aber nicht deshalb so produziert worden. Was viele Bierkrüge auch noch haben, ist hier oben am Rand eine Einkerbung. Hast du schon mal gehört? Ja, ja. Also ich glaube ja, dass das wie so eine Art Zollbruchstelle war, oder? Weil an den Dingen sind sie ja immer gebrochen. Ja, und das ist die landläufige Meinung, dass da oben diese Henkel eine sogenannte Zollbruchstelle eingearbeitet haben. Das ist natürlich leider nicht richtig. Diese Sollbruchstelle gibt es nicht, obwohl es ganz sinnvoll wäre. Obwohl es ganz, na auch das nicht, weil dann hättest du hier mit Glas weitaus eine höhere Gefahr, wenn das Glas da brechen würde. Ne, es hat einfach den Grund, dass damals viele Krüge noch mit Bierdeckel gab. Ihr erinnert euch, wie beim Krug, Bierdeckel gab es also auch an den Maßkrügen und die konnte man dann hier festmachen und das ist produktionstechnisch einfach noch davon übrig geblieben. Relikte sozusagen. Die vergangener Zeit. Maß. Ralf, was sagst du? Ex? Hä? So zweit vielleicht. Also. Hast du mal ein Maß auf Ex? Na. Das würde ich tatsächlich nicht, ich kann's nicht. Von der Menge her. Also ich glaube, halbe schaffe ich aber. Da bin ich jetzt eher Weichei, was das anbelangt, weil ich mein Bier gerne mit jedem Schluck genießen will. Also, die Maß, die typisch bayerische Maß, bildet den Abschluss in unserem Bierglas-Special. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und konnten hoffentlich ein bisschen Licht in die Angelegenheit bringen. Bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Geht raus in den Biergarten und bestellt euch ein Bier eurer Wahl. Im passenden Glas. In diesem Sinne. Ein Seidler halt. Prost. Jo.